In diesem Video verrate ich dir, wie ich es geschafft habe, fast 2 Millionen Follower auf TikTok aufzubauen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich mal mit euch drüber reden, wie ich es geschafft habe, diese Followerzahl aufzubauen und euch Tipps geben, wie ihr das natürlich auch schaffen könnt. Ich habe das Ganze in 15 Punkte gegliedert und die möchte ich jetzt mal mit euch durchsprechen. Der erste Punkt ist kontinuierlich posten. Und das ist wirklich extrem wichtig, dass ihr jeden Tag hochladet. Und viele sagen, ja, es reicht aus, wenn man ein- bis zweimal am Tag postet. Ich denke aber, wenn man wirklich eine sehr große Reichweite haben möchte, aufbauen möchte, dann muss man da ein bisschen mehr Gas geben. Es gab bei mir Zeiten, da habe ich wirklich 30, 40, sogar teilweise 50 Videos am Tag hochgeladen. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Ja, das ist jetzt für die meisten wahrscheinlich hier nicht möglich. Aber versucht wirklich viel Zeit in Content-Produktion zu stecken und da wirklich Gas zu geben. Je mehr ihr postet, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass mal was viral geht. Zweiter Punkt ist das Thema Nische. Also konzentrier dich auf irgendeine bestimmte Nische. Such dir ein Thema aus, überleg mal, hey, was mache ich gerne in meinem Leben, was interessiert mich, womit beschäftige ich mich viel, und genau zu diesem Thema könnt ihr dann Videos hochladen. Man muss halt ein bisschen gucken, hey, ist es was, was jetzt vielleicht andere auch interessieren könnte? Da kann man einfach mal überlegen, in welche Nische man gehen möchte. Man muss sich da auch am Anfang noch nicht festlegen, man kann einfach mal gucken, was einem selber Spaß macht. Wenn man gerne kocht, kann man zum Beispiel Rezepte raushauen. Wenn man sich zum Beispiel für Finanzen interessiert, kann man Videos zum Thema Aktien oder Krypto machen, Persönlichkeitsentwicklung. Man muss halt gucken, dass man den Leuten in irgendeiner Richtung einen Mehrwert gibt. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Punkt, und da geht es so in Richtung Trends. Also klar kann man auf jeden Fall Trends mitmachen und es ist auch definitiv sinnvoll, aber ich würde euch empfehlen, dass ihr das immer in eurer Nische macht, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel auf irgendeinen Hype aufspringt, dann ist es meistens nichts Nachhaltiges, weil Hypes kommen und gehen. Ich würde jetzt nicht auf jeden Hype einfach aufspringen, weil der kann halt auch schnell wieder vorbei sein. Vierter Tipp, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist die Interaktion mit der eigenen Community. Also wirklich, wenn ihr eine Community aufbauen wollt, dann müsst ihr diese auch pflegen. Beantwortet und liked Kommentare, seid für die Leute da, helft ihnen. Beantwortet auch Nachrichten, wenn ihr Nachrichten bekommt. Also das ist wirklich ein extrem wichtiger Punkt. Schenkt euren Zuschauern Aufmerksamkeit, weil nur so können die Leute auch irgendwo eine Bindung zu euch aufbauen, wenn die auch merken, hey, der macht nicht nur einfach irgendwelche Videos, nee, der interessiert sich auch für mich. Dann fünfter Punkt, auf TikTok gibt es extrem viele Effekte und Filter, die man nutzen kann. Und da macht es auch definitiv Sinn, das Ganze mal zu testen und auszuprobieren. Es kommen regelmäßig neue Filter raus und die sollte man dann einfach mal ausprobieren, wenn man darin Sinn sieht, wenn man das irgendwie in seinen Content mit einbauen kann. Oder auch neue Musik, Trending Sounds kann man mit in seine Videos mit einbauen. Da muss man halt immer auch ein bisschen aufpassen, wenn ihr Videos hochladet, in denen ihr irgendwas bewerbt, dann solltet ihr solche Sounds nicht benutzen. Dann kann es sein, dass die Sounds oder die Videos irgendwie abgemahnt oder gesperrt werden. Aber ansonsten feel free, macht Trends mit und ja, baut es mit in euren Content ein. Dann sechster Punkt, Storytelling. Also ich weiß nicht, was ihr vorhabt für den Content zu machen, aber es ist definitiv sinnvoll, Storytelling mit in seinen Content einzubauen, gerade Stories aus dem eigenen Leben, die Emotionen heraufbringen, also die emotional sind, also was ist passiert, baut da wirklich ein Video von vorne bis hinten auf und haut nicht gleich den Hauptpunkt am Anfang raus. Also klar ist es sinnvoll, am Anfang einen Catcher zu haben, irgendwie, dass die Leute auch dranbleiben an dem Video und die Leute nicht direkt von Anfang an abschalten. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass gleich am Anfang was Spannendes passiert und die Leute sich denken, okay, ich will auf jeden Fall erfahren, was jetzt hier noch erzählt wird. Und somit schafft ihr es dann auch, eine gute Watchtime zu erzielen. Das ist nämlich das Mitwichtigste auf TikTok, dass die Leute eure Videos angucken oder vielleicht sogar öfter angucken.
Ja, dann siebter Punkt, und das sollte eigentlich selbstverständlich sein, das ist die Qualität vom Video. Also ihr solltet auf jeden Fall eine gute Bildqualität haben, eine gute Mikrofonqualität. Das ist wirklich das A und O. Leute werden direkt abschalten, wenn sie sehen, hey, das ist hier scheiß Qualität. Ich verstehe die Person kaum, da hört niemand gerne zu. Also das ist wirklich ein Punkt, der sollte bei der Content-Produktion immer Voraussetzung sein. Auch, dass man achtet, dass man nicht irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund hat. Klar, das kann mal sein, aber der Großteil der Videos sollte wirklich auf einem recht guten Level sein. Das muss jetzt nicht auf einem Videografen-Level sein, aber so die Basics sollten auf jeden Fall gegeben sein. Dann der achte Punkt, Thema Hashtags. Also ich persönlich habe für mich in den letzten Jahren gemerkt, dass Hashtags nicht so eine große Relevanz haben, aber es kann nicht schaden, wenn man sie mit einbaut. Also es sollte halt immer zum Video passen, so Hashtags wie For You Page, Viral oder sonstiges. Das macht eigentlich keinen großen Sinn, also es sollte schon immer irgendwie im Kontext zu dem Videoinhalt stehen. Dann der neunte Punkt, auch ein cooler Punkt ist Kooperationen mit anderen TikTokern. Versucht euch da irgendwie zu connecten, kommentiert einfach mal fleißig erst bei anderen TikTokern, sucht euch da einfach mal ein paar Leute raus, die ihr feiert, die vielleicht auch in eurer Nische sind, und mit der Zeit kann man da irgendwie ja, so eine Bindung zu denen aufbauen und dann irgendwann vielleicht mal fragen, hey, hast du Lust, dich mal zu treffen und zusammen ein paar Videos zu erstellen? Das kann auf jeden Fall Sinn machen. Es ist jetzt nicht so krass effektiv, wie man sich das vorstellt, aber man wird auf jeden Fall gesehen und das erhöht auch natürlich nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass dir dann auch andere Leute reinfolgen werden. Dann der zehnte Punkt ist Cross-Promotion. Also es ist verdammt wichtig, dass ihr auch eure Zuschauerschaft auf andere Plattformen holt. Macht da ab und zu mal Werbung, vielleicht auch für euren Instagram-Kanal. Andersrum genauso, sagt den Leuten, hey, ich bin auch auf TikTok unterwegs, postet da vielleicht auch mal ein Video in eure Story mit einem Link, dass die Leute auf euer TikTok-Profil kommen. Also das ist ein Punkt, den ich in den letzten Jahren wirklich gelernt habe. Ich mache sehr lange schon Social Media und versucht wirklich, die Leute auf andere Plattformen zu bekommen, weil ihr wisst nie, was mit eurem Account passiert. Der kann von heute auf morgen weg sein und dann ja, sind auch die Follower weg. Deswegen holt sie auf andere Plattformen rüber. Dann der elfte Punkt. Versucht immer die Leute dazu aufzufordern, dass sie mit eurem Content auch interagieren. Also ihr könnt zum Beispiel am Ende vom Video sagen, hey, wenn euch das Video gefallen hat, dann klaut mir gerne das Plus, lasst einen Follow da, liked das Video, teilt das Video. Oder ihr könnt auch sagen, dass die Leute das Video neu veröffentlichen sollen. Das funktioniert auch manchmal ganz gut. Und die Leute machen das dann auch wirklich. Und der Algorithmus, der denkt dann natürlich, okay, das muss jetzt interessant sein, wenn die Leute hier kommentieren, liken oder das Video auch teilen. Und somit bekommt ihr dann mehr Reichweite und automatisch auch neue Follower dazu. Dann der zwölfte Punkt ist noch ein bisschen was so zum Thema Trends. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man immer die Augen offen hält, was so andere Leute in eurer Nische machen. Also beobachtet da wirklich, schaut, was funktioniert bei den anderen. Es ist überhaupt nichts dran verwerflich, wenn man irgendwie Content nachmacht oder sich davon inspirieren lässt. Also auf TikTok ist es ja sowieso, dass viele immer das Gleiche machen bei Trends. Und da ist es auch nicht verwerflich, wenn ihr das genauso macht, auf eure Art und Weise natürlich. Schaut, was funktioniert. Und in der Regel funktioniert es dann bei anderen Leuten, also bei euch in diesem Fall dann auch. Also es kann nicht schaden, bei anderen Leuten zu gucken, was die treiben. 13. Punkt, und das ist für mich persönlich der wichtigste Punkt, ist, seid authentisch. Bewahrt euch eure Authentizität. Also verstellt euch nicht, zeigt wirklich, wer ihr seid, zeigt Emotionen, verstellt euch echt nicht in euren Videos, um irgendwie anderen besser zu gefallen. Am Ende wollt ihr ja die Follower bekommen, weil euch die Leute feiern, euch als Mensch. Und nicht irgendwas, was ihr irgendwie vorgespielt habt. Ich weiß, am Anfang hat man immer so ein bisschen das Gefühl, hey, was könnten jetzt meine Freunde und Familie davon denken, wenn ich mich jetzt hier vielleicht irgendwie zum Affen mache oder irgendeinen Blödsinn mitmache. Aber das ist wirklich was, was ihr lernen müsst. Die Meinung anderer ist nicht so wichtig, wie ihr das vielleicht denkt. Es geht hier ja um euren Erfolg, um
um eure Reichweite, um das, was ihr euch aufbauen wollt. Und es wird immer so sein, dass es Leute geben wird, die das nicht feiern, was du machst. Es ist auch so ein Punkt, da wird man dann merken, hey, wer steht hier wirklich hinter mir und wer steht nicht hinter mir? Also ich habe da leider auch schon negative Erfahrungen gemacht in meiner Social-Media-Zeit. Aber das gehört nun mal dazu und es wird auch auf euch zukommen. Das kann ich euch garantieren. Das müsst ihr halt euch vorher im Klaren sein, dass das nicht immer alles so rosig laufen wird. Dann der 14. Punkt. Versucht eure Titel vom Video, also die Beschreibung, auch immer ein bisschen zu optimieren und schaut, dass das, was ihr in eure Beschreibung schreibt, auch irgendwo so ein bisschen zum Video passt. Weil auf TikTok läuft mittlerweile wirklich auch viel über die Suche. Also viele gucken auch mittlerweile so nach Tutorials, gar nicht mehr auf YouTube, sondern tatsächlich auf TikTok, weil es da eben kürzere Videos gibt. Deswegen versucht da immer, dass das dazu passt. Und dann der 15. Punkt, habt Geduld. Das ist wirklich das Wichtigste, bleibt dran, schaut immer, dass ihr kontinuierlich wirklich Videos hochladet. Es dauert, sich eine Community aufzubauen, es dauert, sich eine Reichweite aufzubauen. Ich mache das Ganze jetzt schon über 5 Jahre und diese 1,9 Millionen Follower, die kamen nicht von heute auf morgen. Also es ist wirklich was, da brauchst du Geduld, du musst immer dranbleiben. Das ist wie mit allen im Leben, nichts geht von heute auf morgen. Das ist ja in allen Bereichen so und ja, ich würde euch wirklich empfehlen, dass ihr das einfach mal ausprobiert und nicht nur irgendwie 3 Videos hochladet und dann schon wieder aufgibt, wenn ihr merkt, hey, das ist nichts für mich, also oder ich bekomme keine Reichweite jetzt, weil manchmal seid ihr so kurz davor, irgendwie den Durchbruch zu schaffen und gebt dann vorher auf. Das ist immer total schade, aber ich weiß, dass das jeder schaffen kann. Social Media ist nicht immer dankbar, aber wenn es dann mal läuft, kann man da wirklich viel erreichen. Man kann auch echt gutes Geld damit verdienen. Und gerade wenn man irgendwie in seinem Hauptjob vielleicht nicht so zufrieden ist, dann ist Social Media eine mega, mega gute Möglichkeit, sich nebenbei was aufzubauen. Ja, wenn ihr zu diesem Thema irgendwelche Fragen habt, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Ich bin da gerne dazu bereit, euch auch zu helfen. Wenn ihr irgendwelche persönlichen Fragen habt, könnt ihr mir auch auf Instagram schreiben. Das ist auch hier in den Kommentaren verlinkt. Lasst gerne ein Abo da. Für mich geht es jetzt in ein paar Tagen nach Tokio. Begleitet mich da gerne mit auf der Reise. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.